Chair Challenges. Jetzt werden die Tickets für die Live-Shows gelöst. Ihr macht's mir nicht leicht, Jungs. Wenn ihr scheiße seid, schmeiß ich raus. 9 Kandidaten, 3 Stühle, 3 Live-Show-Plätze pro Kategorie. 4. Stuhl ist nicht möglich, also in deiner Haut will ich jetzt nicht stecken, ehrlich gesagt. Wer sich nach seiner Performance setzen darf, hat es aber noch lange nicht geschafft. Immer wenn ich jemanden weiterlasse, muss auch eine Band von dem Stuhl da hinten aufstehen. Wenn alle 3 Stühle besetzt sind, beginnt der große Kampf um den Einzug in die Live-Shows. Kommt der nächste Act weiter, muss jemand anderes seinen Stuhl räumen. Das ist richtig hart für mich. Für mich ist das hier in der ganzen Staffel die schwierigste Show. Mir tut's wirklich im Herzen weh. Oh Gott. Allein der Mentor der Kategorie entscheidet über seine 3 Plätze. Wer kann sich seinen Stuhl sichern? Wer schafft es in die Live-Shows? Die spektakulären Chair-Challenges beginnen jetzt. Chair-Challenges, das sind die heißesten Stühle des Pop-Business. Und die werden heute neu besetzt von den Gruppen und Bands. Ripstone, Oprah, S.O.S., Angus, Yet on Day, Wake of the World, East and the S.O.S., Reptile und Scheer. Das wird heute voll auf der Bühne. Und trotzdem gibt es nur 3 Stühle. 3 Stühle für die, die es in die Live-Shows schaffen. Und diese Frau ist das Maß aller Dinge. Heute ist der Tag der Entscheidung für Jennifer Weist und ihre Gruppen.Bands. Und hier sind die X-Factor-Bandleader Charlotte Würdig und Ben Istenes. Schönen guten Tag, hallo! Abend! Ist aber noch ein geiles Gefühl, hier runterzukommen, oder? Eine Wahnsinns-Showtreppe, aber ich kann mir nur im äußersten ausmalen, wie das wohl sein muss, wenn du hier runtergehst, wie aufgeregt und vor allem dann noch teilweise in High Heels. Ich bin raus. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich mir aber vorstellen. Übrigens, da sitzen die 3 Mentoren, die ihre Meinung heute natürlich sagen werden. Aber entscheiden dürfen sie heute nichts, denn die Entscheidung liegt ganz alleine bei Jennifer Weist. Und Jenny wird sich ungefähr dann hier aufhalten. Ja. Hier treten ihre Schützlinge dann auf. Und dann muss sie entscheiden, wer kommt weiter und wer nicht. Richtig, denn aus 9 Acts müssen wir 3 machen. Ja, ruckzuck. Genau, legen wir also los. Ein Riesenapplaus für die 3 Mentoren, die heute, wie gesagt, Entscheidung nicht treffen müssen. Aber die Meinung ist natürlich von denen gefragt. Also, hier sind Sido, Iggy und Thomas Anders. Hallo. Hallo, einen wunderschönen Abend. Ja, hallo. Ihr seht wunderbar aus. So, jetzt zu der Hauptdarstellerin des heutigen Abends. Die Mentorin der Gruppen und Bands über X-Factor. Hier ist Jennifer Weist. Aufgeregt, oder? Ja, ich bin total aufgeregt. Schön. Das ist doch toll, oder? Ja, ein super Abend steht für dich. Gestern hatte ich noch so eine ganz große Fresse und dachte noch so, ja, voll geil, ey, ich freue mich total. Ich freue mich auch, aber ich bin mehr aufgeregt, als dass ich mich freue. Wirklich. Hast du auch ein bisschen Angst? Ja. Vor irgendwas? Vor was? Ich habe Angst davor, mich falsch zu entscheiden, glaube ich. Und die Falschen weiterzuschicken. Ja, und ich habe Angst davor, dass sie heute nicht abliefern. Dafür habe ich auch total Angst, weil ich einfach mit denen mitfühle, so.
Ja, was du im Mentoring gesehen hast, das werden wir jetzt alle sehen. Denn wir werden mal ein bisschen reinschauen, was sehr da so gerne passiert ist. Es gibt nur eine Castingshow, die Bands aufnimmt. Und das ist X-Factor. Wir sind super heiß, also im wahrsten Sinne richtig Bock drauf. Also. Gerade jetzt erwarte ich natürlich Megapower von denen. Megapower, weil das ist eine absolute Chance hier. Ich denke, Jennifer wird uns auf jeden Fall genau richtig weiterhelfen und Performance aufs nächste Level bringen. Die hat ja schon das eine oder andere Konzert mitgenommen und die hat bestimmt mal einen Kniff für uns, irgendwie, was wir noch besser machen können oder so. Moin. Tick, 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 tick. Heute wird's wild und laut hier, ne, weil ihr seid ja da. Deswegen muss es auf jeden Fall geil werden heute. Ich freue mich. 9 Bands sind wir gerade noch hier. Daraus werden 3 gemacht. Ich weiß noch gar nicht, wie soll das gehen? Wie soll ich euch auf 3 Stühle pressen? Habe ich noch gar keine Ahnung. Aber die größte Herausforderung an der Chair Challenge ist aber, dass ihr alle einen Song covern werdet. Da ist für einen Musiker, der schon seit 15 Jahren nie ein Cover in seinem Leben gemacht hat, da macht so. Ich weiß, dass das für viele nicht so das Liebste ist, was sie gerne machen würden. Ja, es wird schwierig jetzt, weil wir haben auf jeden Fall eigene Songs geplant und haben auch keine Covers vorbereitet. Aber ich finde, gerade Cover ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und damit ihr alle auf dem gleichen Stand seid, wäre es total super, wenn wir es alle hinkriegen würden, was Geiles zu covern. Gerade Cover spielen ist für mich eine Königsdisziplin. Und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ich hoffe, ihr gebt alle Gas. Ja, ich will das in euren Augen sehen, dass ihr richtig Bock habt. Wir treten den richtig schön in den Arsch heute, weil was ich möchte ist, dass eine Band verdammt noch mal hier gewinnt. Ja? Kriegen wir das hin? Ja! Wir sind alle sehr self-confident, habe ich das Gefühl. Alle sind so, na klar, wir gehören zu den 3, das ist mal easy, also kein Problem. Und das finde ich auch gut. Ich finde es super, wenn die alle selbstbewusst sind. Eine Meldung. Ich habe eine Wortmeldung. Ja, ich hatte eine, etwas zu verkünden. Du hast jetzt schon was zu verkünden? Ich habe jetzt schon was zu verkünden. Oh Gott, ja. Wir haben etwas mitzuteilen. Sagen wir einfach so, ganz einfach, wir steigen aus der Show aus. Hauptgrund ist halt, dass sich ein Teil dieser Band halt unwohl fühlt. Da haben wir uns dafür entschieden, diese Show auch zu verlassen. Danke, dass ihr dafür nochmal gekommen seid, um Tschüss zu sagen. Auf Wiedersehen. Haltet euch sehr zugute. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao, macht's gut. Bis bald. Respekt vor der Entscheidung, hätten wir es so nicht gedacht. Und ja, muss man einfach akzeptieren. Schade, dass sie gehen, weil ich meine, ich habe die ja nicht umsonst ausgesucht. Andererseits geben die jetzt vielleicht einer anderen Band oder einer anderen Gruppe die Chance, hier noch dabei zu sein. Da kommt bestimmt noch was nach. Ja. Wow. Ist da jemand jetzt nachgerückt oder wie schaut es jetzt aus? Ja, es ist jemand nachgerückt. Hab mich auch für ein Duo entschieden, die ich auch sehr, sehr gerne weitergelassen hätte. Und deswegen hat sich das ganz gut getroffen. Und deswegen sind heute Crizzle und KK mit dabei. Was auch für mich ein bisschen schwierig ist, weil ich habe sie im Mentoring nicht gehabt, dafür war keine Zeit. Und muss mich heute komplett überraschen lassen, was die hier darbieten. Dann legen wir los, würde ich mal sagen, oder? Okay. Wir legen los. Nicht vergessen, aus 9 musst du 3 machen und die 3 kommen dann in die Live-Shows. Ja. Viel Erfolg. Und viel Spaß euch allen. Und euch auch. Und da auch viel Erfolg zu Hause. Ich habe das Gefühl, ich bin aufgeregter als die Bands jetzt, die da hinten stehen. Ich fühle echt sehr mit, vor allen Dingen mit der allerersten Band heute Abend, weil ich finde, die haben es am allerschwierigsten. Sie eröffnen das Ganze hier und deswegen müsst ihr bitte einen besonders großen Applaus jetzt gleich geben für SOAB! Moin Leute, schnauzen jetzt! So schön das Knall! Hey, mein Lieber. Könnt ihr jetzt schon heulen? Dankeschön. Habt ihr noch gar nichts gehört? Thema Cover. Was covert ihr heute? Wir haben eine Folie für die Band Kraftklub schon seit ein paar Jahren.
Und haben uns einen der größten Hits ausgesucht, Songs für Liam. Ja, ich hoffe, du findest was dran. Ja, meine Kritik im Mentoring war ja eher so ein bisschen, ey, ihr müsst doch ein bisschen mehr weg von dem Kraftklub und ein bisschen mehr SOAB da reinbringen. Bisschen mehr Dreck, bisschen mehr Schmutz. Jetzt, letzte neun Bands, geht's noch? Oder ist das schon so, oh Gott, letzte neun Bands, oh mein Gott. Wir freuen uns schon, aber da geht noch mehr. Geht noch mehr, ne? Geht noch mehr. Ich finde es also ein bisschen eine Ehrung halt, ne? Für die Leute, die professionell aus dem Business sind, sagen, jo, ihr seid gut, ihr kommt weiter, ihr seid bei der letzten neun dabei. Ich finde es super. Was habt ihr euch denn ausgesucht? Wir haben uns was vom Kraftklub ausgesucht. Songs für Liam. Denn wenn du mich küsst, sag nur wieder Songs für Liam. Wir freuen uns drauf, mit den Coaches zu arbeiten und geil abzuliefern. Komm unsere Freunde zurück aus Berlin. Ich hätte es natürlich geiler gefunden, hättet ihr euch irgendwas gesucht, was so ganz weit von euch weg ist und hättet das genommen und zu eurem gemacht. Ihr müsst es nicht so... Sprengiger. Sondern... Mein Name ist Franz Plaser. Ich bin Musical Director der Show X-Factor bei Sky. Du machst, ihr macht das, ihren Job ja genau richtig. Und das andere kann einfach schleimiger, dreckiger. Ihr könnt mich mal. Das Wichtigste für die Jungs ist, dass sie ihren eigenen Stil entwickeln. Und das fängt bei der Gitarre an, hört beim Atmen auf und beim Schlagzeug geht es weiter. Es muss wirklich wie einer von euren Songs klingen. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das jetzt vielleicht schon vorbei ist bei der Chair Challenge. Der Druck ist wirklich groß, dass man wochenlang sich vorbereitet auf genau 2,5 Minuten, die perfekt abgeliefert werden müssen. Ihr seid die Ersten. Ja, danke. So. Danke dir. Haut rein. Danke dir. Ich drücke euch die Daumen. S-O-A-B! S-O-A-B aus Rostock. Ihr wollt sicherlich da hinten so einen Stuhl. Ja. Weil ich meine, ich wollte es nur noch mal ganz kurz gesagt haben, auch wenn da 3 Stühle sind, ne, wenn ihr scheiße seid, schmeiß ich euch raus. So, jetzt könnt ihr loslegen von mir aus. Seid ihr bereit? Alles cool, gestimmt alles? Ja? Dann wünsche ich uns und euch und uns hier im Zuschauerraum ganz, ganz viel Spaß. SLB, Kraftwerk. Dankeschön. Los geht's. Wartet mal, die Ersten, die immer was dazu sagen dürfen, sind meine geschätzten Jurykollegen. Danke. You guys rock. Ja, das war so gut. Dankeschön. Auch Kompliment an die Songauswahl. Ohne Spaß, das war genau der richtige Song. Ja. Habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank. Definitiv.
War das mal ein geiler Anfang? Das muss man fairerweise ohne jetzt irgendwas, das war einfach super. Jetzt steht ihr da, ne? Steht ihr da. Ja, dann komme ich jetzt mal zu meiner Entscheidung. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, nur weil die drei Stühle dastehen, ne, heißt es nicht, dass ihr einen besetzen könnt. Wenn ihr scheiße seid, seid ihr scheiße. Und ihr wart richtig geil, ihr seid weiter! Dankeschön. Oh, toll. Danke euch wirklich, war ganz schön. Vielen Dank, dass ihr das so gut eröffnet habt hier. Danke an euch alle, ihr seid super geil. Vielen Dank. Gleich am Anfang so eine gute Band, ne? Da denkt man jetzt auch so, ne? Acht noch, gar kein Problem. So, habt ihr die erste Band gesehen? Ja. Die waren richtig gut. Ja, richtig krass. Ein Stuhl ist schon besetzt, zwei sind noch frei. Hier ist dein Mikrofon. Merci. Da oben bei Ben steht jetzt die nächste Band. Die sind jung, die sind ganz schön bunt und sie sind meiner Meinung nach echt besonders. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Gebt ihnen ganz warmen Applaus. Jetzt und Jay! Ich gebe es ja ganz ehrlich zu, ne? Als wir das Coaching hatten, das Mentoring hatten, Songfindung und so, habe ich ganz schön harte Kritik geäußert. Und ich bin ganz ehrlich, euer Casting, ich habe es wirklich zu Hause geguckt und war total schockiert und hätte euch nicht weitergelassen, hätte ich das so im Studio gehört. Krass. Echt so. Was ich euch jetzt gerne kurz zeigen würde. Ja, oh shit, ne? Du hast überhaupt keine Orientierung mehr gesanglich, habe ich das Gefühl gehabt. Und bist vollkommen abgerutscht. Richtig, richtig schlecht. Und du musst ins Vocal Coaching, Babe. Mhm. Wirklich, ne? Hi. Hello. Give me some sugar. Ich bin die Sophie und ich bin Vocal Coach bei X Factor. Okay, was singen wir heute? Was machen wir? Alors on danse slash finesse mashup. Okay, cool. 2, 3, 4. No, no, they'll turn heads forever. Okay, let me do this. Start over from the beginning. Weil im Moment machst du den hier. Don't we look good together? Ja, hier. Ich sehe mich manchmal selber nicht so als Sängerin, sondern eher als Rapperin. Und dann, ja, da kriege ich schon ein bisschen Angst. I know they'll turn heads forever. Mm-hmm. Cause tonight I'm gonna show you Day hat auf jeden Fall einen riesen Sprung gemacht und die arbeiten auch wirklich hart an sich und wollen auch lernen und das merkt man auch und das hört man auch. Ich hoffe, dass sie es halt nicht verliert, wenn sie auf die Bühne geht. Ich will einfach, dass sie genauso selbstbewusst an die Sache rangeht, wie sie vorher auch an die Sache rangegangen ist, trotz meiner Kritik. Get back, get down. Nervosität steigt gerade wirklich. Jetzt und jetzt! Wenn man bedenkt, wie weit wir gekommen sind in so wenig Zeit schon, will ich mir gar nicht vorstellen, was wir alles in den Live-Shows noch lernen können und wie weit wir da kommen können. Die Bühne ist eure. Ganz viel Spaß. Merci. Oh!
Wenn ich direkt mal was sagen darf. Ja, bitte. Ich verstehe das nicht als Band. Und ich sehe dich eigentlich als Solo-Act. Als Band sehe ich das nicht. Und ich würde das auch gar nicht als Band bewerten, ehrlich gesagt. Auf die Bühne kommen und hier den flotten Tango machen und dann eben grätschen und sowas, das ist nicht alleine der X-Factor. Ihr seid eine geile Band. Auf jeden Fall, you have rocked it, you rocked it, you rocked it. I don't want to say that. I'm not saying that. Aber vielleicht du musst ein bisschen deine Stimme entwickeln. Deine Performance ist perfekt, aber die Stimme, ich brauche ein bisschen mehr, ich glaube. Aber das ist die Entscheidung von Jennifer. Aber das ist nur meine Meinung. Dinesh, du musst das machen. Ich finde, du machst so eine geile Bühnenperformance. Du. Ich gucke auch die ganze Zeit auf dich. Aber dazu ist auch leider deine Stimme nicht ausreichend. Dass ihr noch zusammenwachsen müsst, um wirklich als Band gesehen zu werden. Deswegen habt ihr es für mich leider heute nicht geschafft und seid raus. Tut mir leid. Es war trotzdem ganz toll, deine Performance. Wirklich, ja, danke. Hast du echt voll schön. Wir haben viel gelernt, danke. Alles Gute, ne? Wir sind hergekommen, um zu lernen. Wir haben viel gelernt. Und das Leben hört nicht auf. Das Leben hört Gott sei Dank nicht auf. Komm her. Danke, danke. So ist das Spiel. Okay. Seid ihr bereit? Ja, voll. Kommt mit. Bühne ist unser Zuhause. Das ist unser Zuhause. Da geben wir immer alles. Im Trottel bist du der Banger, der Banger, der Männer, der Männer, der Checker, der schon alles vercheckt hat. Am Lenkrad vom Benzer, statt Penner in der Sport. Heftiger Gangster, wenn ihr was hört, man kann besser, sondern brennt aus dem Fenster. Oh. Jetzt langsam, wo ich hier so ein bisschen vor der Treppe stehe, dann kommt auch ein bisschen die Aufregung. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Bitteschön, das ist für dich, das ist für dich. Let's go. Viel Spaß. Voll schön, dass ihr dabei seid. Großen Applaus für Krizzle und KK. Ich muss euch mal kurz Hallo sagen, wir haben uns gar nicht mehr gesehen hinter der Bühne. Hi, grüßt euch. Alles gut? Hi, ja, und bei euch? Hallöchen. Danke dir. Mann, voll schade, dass ihr jetzt dann erst so spät gekommen seid und wir uns gar nicht mehr gesehen haben. Ich muss sagen, ich finde es eine Schweinerei, dass die nicht von vornherein dabei sind. Ja, das war klar. Vielen Dank, Sigi. Danke dir. Ich weiß gar nicht, was ihr vorbereitet habt. Ich spiele einen Song von Kool Savas und Sido, Wenn ich oben bin. Ach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für eure Bühne. Genießt es. Los geht's. Alles zieht vorbei. Nein, er reicht nicht mehr. Warum? Warum? X-Faktor. Immer wenn ich kurz so hoch geflogen bin, zieht mich irgendetwas runter bis zum Boden hin. Ich glaub, ich bin nicht gesund, auch wenn das komisch klingt. Irgendetwas zieht mich immer runter, wenn ich oben bin. Ich bin in L.A., ich amüsiere mich königlich. Doch hier zieht mich runter, immer wenn's am schönsten ist. Sergey sagt, wie kannst du nicht zufrieden sein? Genieß es, Mann. Ich weiß es nicht mal selbst, ich fühle mich wie gefangen. Ich will auch nicht undankbar sein, aber irgendwas zieht mich runter. Ich weiß, ich dürfte nicht einmal meckern, hab alles getan und T-Shirt voll essen und durchschmecken rappen. Doch ich will nur am Lappy hängen. Meine Hoffnung, mich und daran zu denken, abzulenken. Endlich wieder mal in Ruhe wegzupennen. Find ich mit aller Kraft dazu, mich zu erinnern, für wen ich's mach. So geht es jede Nacht, sorry, mein Schatz, ein Baba hat einen Knacks. Ich merke es alles, hinter mir.
X-Factor! Jenny, Jennifer. Bitte. Bau keine Scheiße jetzt. Bau keine Scheiße. Warum glaubst du, weißt du, ich meine, das ist ja nicht nur, weil Rap hier kommt, mache ich doch nicht automatisch zu. Warum glaubst du das? Ich glaube das nicht. Ich sag nur, bau keine Scheiße. Ich muss mich entscheiden. Bau keine Scheiße. Wir müssen weiterkommen. Bitte, bitte, bitte. Wir brauchen diese Farbe. Ihr habt so ein paar Sachen weggenuschelt. Das habe ich ganz genau gehört. Bitte setzt euch auf die Stelle. Jawohl. Danke euch. Danke euch. Danke. Oh, cool, dass ihr dabei seid. Die Songauswahl war sehr, sehr gut, schlau. Ich hoffe natürlich, dass wir hier drauf sitzen bleiben können und dass uns keiner hier den Platz wegnimmt. Du kannst vergessen, ich bleib hier sitzen, Junge, du kannst stehen. Je nachdem, wer kaputt ist. Die nächste Band, die jetzt kommt, ist ganz, ganz sehr heiß auf einen dieser Stühle da hinten. Herzlich willkommen, Angus! Wie geht's? Gut. Ich muss erst mal noch mal ganz kurz nachfragen. Wirklich, bei euch war es einer der schwersten Geburten im Songfinding, im Mentoring. Ich habe gedacht, ihr springt mir ab. Und es war auch kurz davor. Richtig, ja. Wir haben uns kein Cover für heute überlegt. Warum nicht? Weil wir möchten, wenn wir rausfliegen, auch mit unseren Songs rausfliegen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, Cover-Songs zu machen, ist halt eine krasse Königsdisziplin. Man kann jeden Song zu seinem eigenen Song machen. Ihr könnt eine eigene Strophe drauf machen. Hätte ich auch überhaupt kein Problem mit, zum Beispiel. Also mit dem Aspekt, dass ein deutscher Text von mir in die Verse da eingebaut werden kann. Schön. Ich finde gut, dass ihr euch darauf einlasst. Dann sagt mal. Teenage Dirtbag. Ah, ich freue mich auf deine Strophen. Da wird natürlich jetzt hart in den nächsten Tagen, da Text zu schreiben. Wir haben immer Bock auf Live-Spielen und wir sind ehrgeizig. Das ist wie ein Sportler, der will auch nicht Zweiter werden oder Dritter. Ich wünsche euch viel Glück. Hier ist dein Mikrofon. Danke. Haut rein, Jungs. Wir haben es deswegen verdient, auf einem der Stühle zu sitzen, weil wir uns nicht verbiegen. Angus! Der Song ist gut und wir stehen dahinter und deshalb haben wir es auch verdient. Wollt ihr den Stuhl da hinten? Unbedingt. Ah. Unbedingt. Also anstrengen jetzt. Eure Bühne, Angus. Viel Spaß. Na dann. Sie ist die eine, die jeder in der Gegend kennt. Was ich sie tun würde, wenn ich einmal mit dir reden könnte. Was ich wohl sagen würde, dass sie der Wahnsinn ist. Und selbst dann, wenn sie böse wird, sympathisch ist. Ich seit Jahren schon träume von ihr und mir jeden Tag vornehm, dass es heute passiert. Und ich sie anspreche, einfach alles sag, was ich fühle. Doch ganz egal, was ich mach, lässt sie kühl. Sie steht oben an der Treppe, alles sehen sie an. Ich wink ihr zu, doch sie kennt nicht mal meinen Namen. I'm just a teenage dirtbag, babe. Sie kennt nicht mal meinen Namen. Soll ein Typ wie ich jemals Chancen haben? Bei einer wie dir, das muss ich einfach kapieren, statt sinnlos Zeit zu verlieren. Und so verlasse ich den Saal. Doch plötzlich spür ich eine Hand an meinem Arm. Dreh mich um und sie zieht mich an sich ran und sagt, wir zwei gehören zusammen. Denn I'm just a teenage dirtbag, babe. Ich bin genau wie du. I'm just a teenage dirtbag, babe.
Genau so. Na, seid ihr auch so begeistert wie ich? Also, es ist ja so, eine Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied. Das Problem ist, in eurem Fall ist das euer Frontmann. Und ich kann dich einfach nicht so, ich kann dich nicht sehen auf der Bühne. Kannst du es mir mal definieren, Sido? Ja, genau, die Bewegung, die du dazu machst, deine Attitüde, die Art und Weise, wie du da hingegangen bist und so, das fand's komisch. Ich konnte da nicht hingucken. Für mich, ich habe mich ein bisschen geschämt, da hinzugucken, ehrlich gesagt. Ich fand's komisch. Also, findet, es war nicht der richtige Song. Was? Ich komme mal zu meiner Entscheidung, oder? Du bist nicht der beste Sänger, mein Schatz. Bist du nicht. Aber eine geile Show! Ich finde, die Songauswahl war super. Was soll ich sagen? Nehmt den scheiß Sitzer weg. Also ich schätze meine Jurykollegen sehr, aber wenn nicht, zählt natürlich meine Stimme, ist ja ganz klar. Macht euch nicht so gemütlich da. Auf die Band, die jetzt kommt, freue ich mich schon den ganzen Abend wirklich. Die sind ganz doll wild und bunt und anders und alles drum und dran. Herzlich willkommen. Reptile! Yeah, nee, besser nicht. So ein bisschen Angst, dass ihr abfärbt heute. Ich möchte nicht, dass ihr sagt, was ihr heute für einen Song macht. Wir denken, das ist halt eine Nummer, die hat total PS und die ist, hat trotzdem gebrochene, melancholische Stimmungen und Momente. Und da steckt so viel drin, dass man, glaube ich, erstmal platt ist. Wenn wir ein Cover anlegen und wenn wir aus der eigenen Materie rausschlüpfen, was ja auch geil ist, wenn man so die Haut abstreift und sich als Reptil dann weiterentwickelt, dann kommt am Ende ein ganz anderer Outlet, der nicht so durchchoreografiert und geplant ist, sondern der ist dann roh und schroff und wild, so wie Reptil eben klingt. Das ist ein Song, den man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, den wir jetzt bringen würden, den wir uns so ein bisschen gekrallt haben und sehen, weil ich sag immer, wir haben das zur Schlachtbank geführt und haben am Ende gesehen, was wir da abgerippt haben. Viel Glück. Danke, Mann. Bye! Ich hoffe, ihr erkennt den Song. Ich hoffe, ich erkenne den Song. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt auf der Bühne mit Reptil. Dass die drin bleiben, ne? Weil sonst kommen die gleich zu mir. Oh Mann. Ich stehe so hart auf euch, das ist krass. Meine lieben Jurykollegen, was sagt ihr denn dazu? Ihr seid so fucking geil.
Wie hieß das Lied? Skyfall. Skyfall von Adele. Skyfall? Was ist ein Skyfall? James Bond. James Bond-Film? Ja, kenn ich nicht. Aber das tut ja gar nicht zur Sache. Nee, voll nicht. Ihr habt das ja zu eurem Song gemacht, hätte ein Song von euch sein können. Geil, voll geil. Ja. Und du, ich weiß nicht, wie du heißt, die junge Dame, du bist einfach der Knaller, unfassbar. Die Tänzerin, ja. Tappi. Das macht richtig Spaß, dir zuzugucken, ja. Das ist verrückt. Das macht aber auch Angst. Es macht aber auch Angst. Finde ich gut. Das ist so, ihr seid so für mich so ein Gesamtkunstwerk, kann man das so sagen? Ja. Das ist so irgendwie, ich würde sagen, Jennifer. Ja. Es wird schwer für dich. Dann komme ich jetzt zu meiner Entscheidung. Ja. Ja, weiter! Weiter! Also, ich finde es so geil, dass ihr Adele genommen habt. Wer wagt sich als so eine Band wie ihr an so einen fucking Popsong ran und macht es zu eurem Ding, so krass zu eurem Ding, dass ich hier so Gänsehaut, ich will mitschreien, ich will damit auf die Bühne gehen. Ich finde euch so geil, das ist kein Geheimnis, sorry. Ich hab's schon tausendmal gesagt, ich finde euch einfach fantastisch. Yeah! Ihr seid weiter. Sau sehr gerne in den Live-Shows sehen. Ich glaube, die können richtig, richtig Spaß machen. Boah, bist du leicht, das ist ja krass. Ich bin Boah, bist du leicht. Wow. Boah, die war so leicht. So. Jennifer. Ja, sieh du. Da muss jemand gehen. Da muss jemand gehen, das ist richtig. Für mich muss eine Band ganz klar weiter sein. Und das sind für mich die, die als erstes heute Abend aufgetreten sind. Und deswegen entscheide ich mich zwischen Angus und Krizzle und KK. Von Angus... Haben wir doch schon alles gesehen. Im Grunde haben wir alles gesehen von denen. Was soll denn da noch kommen? Ich frage mich halt bei Krizzle und Kike, was habe ich von euch noch nicht gesehen? Ihr werdet wahrscheinlich wieder mit einem Rap-Song kommen. Es ist leider bei euch kein Sänger dabei. Das ist doch egal. Das ist vollkommen egal, ob da ein Sänger dabei ist oder nicht. Ist mir aber nicht egal. Was machen denn Angus anders? Die kommen auch und singen ein Lied. Ja, aber weißt du, die haben Instrumente und die haben drei Sänger jetzt da drin. Drei Sänger, mit denen die was ganz anderes sein können. Jennifer, letztendlich Bitte. Geht es darum, in einer Live-Sendung, die dann kommt. Bei wem glaubst du, dass er in der ersten Live-Sendung eine Top-Leistung abliefern kann? Ich spreche von Top-Leistung. Ab ein Herz für Rapper. Schon ein Herz für dich, oder? Das muss doch irgendwo... Ist ja Komm, Jennifer, eine Entscheidung, bitte! Ja. Okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Um diese Abwechslung reinzubringen, würde... Bitte, Leute, das Ruhe! Wir machen eine Entscheidung jetzt! So lange Zeit! Red weiter, das fing gut an. Ja, das fing gut an. Um diese Abwechslung reinzubringen, würde ich gerne Krizzle und Kike weiterlassen, aber... Gute Entscheidung. Na, Moment. Gesagt ist gesagt. Nee, nichts gesagt ist gesagt. Ich glaube nicht, dass ihr uns noch was ganz anderes zeigen könnt oder euch steigern könnt. Doch. Hundertprozentig. Es tut mir leid, ihr müsst gehen. Oh Gott. Gott, ohne Spaß, dafür den Blonden drin lassen, ist unfassbar. Ja, diese Stimmung, die natürlich dann auch aufs Publikum überschwingt, so vor allem Sido halt extrem anfeuert, das Ding, das ist schon hart. Denkt ihr, die sind sicher da? Denkt ihr, die sind sicher? Nee. Wisst ihr, wie viele Bands noch kommen? Es müssen immer Leute gehen, so ist es hier halt. Sorry. Was war denn da los? Keine Ahnung. Natürlich, klar, wir haben uns natürlich schon gehofft, dass wir weiterkommen. Einfach um in der Live-Show mit einem eigenen Song halt wieder zu zeigen, was wir können.
wisst ihr, was ich richtig geil finde? Das Reptil weiter Salz! Total geil, hier zu sitzen. Ja. Ein Teil davon zu sein und irgendwie jetzt nicht gehen zu müssen quasi, sondern weiter die Rutsche zu nehmen und zu gucken, wo es uns jetzt hinführt als nächstes. Nach Laut und Crazy kommt jetzt Ruhig und Sanft. Ich freue mich sehr. Großen Applaus für Cher! Seid ihr ein bisschen aufgeregt? So ein bisschen, ja. So ein bisschen, ja. Im Songfinding-Prozess habe ich immer gesagt zu allen Bands, ich fände es cool, wenn ihr euch einen Song aussucht, der ganz weit weg von euch ist. Zum Beispiel Helene Fischer mit Atemlos. Ratet mal, was die beiden heute für einen Song machen. Atemlos durch die Nacht. Ja, so in etwa, ja. Ohne Aufregung. Nee, alles gut. Ich wollte nur mal irgendwie so gucken, wie habt ihr euch das vorgestellt und so. Ich finde nicht, dass ihr, wenn ihr schon so anfangt, nämlich mit beiden Instrumenten und mit beiden Stimmen, dass ihr dann noch eine Schippe draufpacken könnt. Okay. Sie haben einen Song gewählt, der sehr beatgetrieben ist, was die ja überhaupt nicht sind. Und ich finde, dadurch wird es ein ganz anderer Song. Ja, wenn wir es schaffen, dass das wirklich alle gut finden und dass es den Leuten gefällt, dann kann es, glaube ich, wirklich der richtige Song sein, um damit in die nächste Runde zu kommen. Oh Gott, hoffentlich verspielen wir uns nicht. Hoffentlich vergessen wir keinen Text. Rock die Bühne. Und hoffentlich geht das Publikum so mit, wie wir uns das im Vorfeld denken. Das klappt, das hat schon so oft geklappt, dass es jetzt auch klappt. Ganz einfach. Cher! Ich finde es total cool, was ihr heute für einen Song spielt. Ich freue mich total, dass ihr diesen Song ausgesucht habt. Helene Fischer mit Atemlos! Dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, die für uns beide gemacht. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Der Text. Was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und sein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Mit mir besser als das Original. Das ist sehr gut. Komm, wir steigen auf. Es ist Tag dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Bist du richtig süchtig? Hau dein Haupt ganz beraucht. Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf. Was ich will, ist da. Große Freiheit, nur ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus. Deine Augen ziehen mich auf. Atemlos.
durch die Nacht, bis ein neuer Tag dass ich mal beim Helene Fischer Song Gänsehaut bekomme, aber die Jungs haben es geschafft. Und wenn die sich jetzt nicht hinsetzen und da sitzen bleiben, dann weiß ich gar nicht. Also, ja. War schön mit euch. Also mal vorneweg, ich liebe euch. Ohne Spaß. Egal, wie das hier für euch ausgeht, aus euch kann ein richtig großer Act werden. Also das ist richtig gut, ihr beide zusammen. Dankeschön, Dankeschön. Es wird Zeit, dass da hinten ein Stuhl frei wird für euch. Ich komme mal zu meiner Entscheidung, oder? Ich würde euch sau gerne noch mal mit einem eigenen Song hören in den Live-Stoß, weil euer eigener Song richtig, richtig geil war. Und deswegen seid ihr weiter. Danke, 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 danke. Vielen Dank. Ja, und immer wenn ich jemanden weiterlasse, muss auch eine Band von dem Stuhl da hinten aufstehen. Euch beide, SOAB und Angus, stecke ich so ein bisschen in die gleiche Sparte. Auf. Was jetzt? Oh. Alles gut, echt. Wir wissen das. Wir wissen auch, dass wir sehr ähnlich sind und wir feiern die Jungs auch selber. Und deswegen. Wir lieben euch auch. Super schwer für mich, das zu entscheiden. Soll ich noch eine Empfehlung? Nein! Okay, ich muss mich entscheiden. Gehen muss leider Angus. For the very best of us, bring our sons up for love. Ihr habt wahnsinnig verdient, das wisst ihr auch, ne? Das wisst ihr. Nee, ey. Wir sind nicht die Letzten, die gehen. Wie wir uns freuen, kann man irgendwie jetzt gerade schlecht beschreiben, weil das so schwierig zu realisieren ist, dass wir jetzt ja auch gerade einfach jemanden rausschicken mussten. Mach's gut, Kumpel. Fühlt sich schon irgendwie blöd an, wenn man so das weiß, einer ist in der Jury, der komplett dagegen ist, egal was du machst und egal was für einen Song du machst. Von daher, ja, fühlt sich schon ein bisschen blöd an. Dankeschön. Hast du jetzt den Willen gekriegt oder nicht? Hast du jetzt den Willen gekriegt? Bist du jetzt zufrieden? Jetzt bin ich zufrieden. Gut. Das war aber hart, oder? Für den? Das war schon ein bisschen hart, ja. Schlüpfst du auch noch dran? Seid ihr nächsten? Kommt ihr mit mir? Wir wollen den Stuhl unbedingt, wirklich. Es wäre so schade, jetzt schon rauszufliegen. Und wir wollen wirklich auch Jennifer zeigen, dass wir das können, was sie uns von uns verlangt. Habt ihr euch dann schon was überlegt, was ihr gerne covern wollen würdet? Wir haben drei Songs vorbereitet. Elastic Heart von Sia, Dusk Till Dawn, auch von ihr, und Heavy von Linkin Park. Ah, okay. Was ist denn euer Favorit? Heavy ist bisher ein bisschen härter, aber ich glaube, der von Sia wäre praktischer zum Performen. Oh, praktisch. Das ist aber echt ein schlechtes Wort, was du hier gerade angebracht hast. Das weißt wir du schon, sind Schweizer, ne? Ich kann nichts dafür. Die immer mit ihrem, ja, wir sind Schweizer, wir sind so von der Mentalität. Ey, sorry, das zählt für mich überhaupt nicht mehr. Ich würde euch gerne irgendwie sehen, dass ihr mal ein bisschen aus euch rauskommt und ein bisschen mehr Power zeigt. Und ich habe immer das Gefühl, ihr schlaft immer zwischendurch ein kleines bisschen ein und dann erzählt ihr weiter und dann nickt ihr wieder kurz ein. So, das muss echt anders werden, ne? Besser wäre Heavy eigentlich. Ja. Also rein vom Backing-Track, wie wir es aufgebaut haben, ist Heavy viel aggressiver gemacht. Dann würde ich es machen, wirklich. Mal gucken, wie es dann wird. Vielleicht ist es ja dann so, dass die auf der Bühne kippen und dass es auf einmal so ist. Das kann man nicht wissen, ne? Also, wir werden sehen. To
werde heute alles geben. Ganz großen Applaus für Ripstone! Hi! Alles klar, Ripstone, das ist eure Bühne. Viel Spaß. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's something in the panic. I'm holding on. Why is everything so heavy? Holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You think that I'm paranoid, but I'm pretty sure the weight is that it gets me. It's not like I make the choice to make my mind still so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you can spin around me just the same. So, meine Lieben, was sagt er dazu? The good news or the bad news? The good news, ihr seid eine gute Band. Mein Problem ist, du, Julie, du hast fast die ganze Zeit den Boden geguckt. Du kannst keine Verbindung mit dem Publikum machen, wenn du guckst die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber fast die ganze Zeit am Boden. Da ist Potenzial da, aber es war heute nicht hier. Ich komme mal zu meiner Entscheidung. Ich finde, ihr seid ein geiles Dreiergespann. Aber ich glaube, dass ihr noch ein bisschen Zeit braucht. Und deswegen seid ihr leider raus. Danke trotzdem. Danke euch. Nicht entmutigen lassen, ihr seid auf jeden Fall eine gute Band. Es braucht ein bisschen Zeit. Ja, wir sind enttäuscht. Wir haben viel Arbeit dahinter gesteckt und jetzt sind wir jetzt raus. Aber jetzt kommt die richtige Entscheidung. Oh Gott, zwei oh geile Gott. Bands kommt. Ja. Es kommen noch zwei. Es kommen nur noch zwei. Die nächste Band sind die gute Laune-Krache aus Namibia. Großen Applaus für Is und die Yes Ya Band. Wir hatten so eine Session, ne? Ja, ja. Derek und ich? Yes, ja. Yes, ja. Wir haben so lange darüber diskutiert, ob ihr bleibt oder nicht bleibt, genau. Dass ich gar nicht, Zeit hatten, um einen Song zu suchen. Nee, überhaupt nicht. Das Songfinding war kein Songfinding. Richtig. Es war nur eine Diskussion, genau. Ob ihr bleibt oder nicht. Ja. Yes, ja. Ja, ruhig hier hin. Na. Wir haben wirklich ein serious Problem und ich will offen und ehrlich sein. Warum möchtest du, dass wir ein Cover machen? Ich möchte, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Versteht ihr den Sinn? Überhaupt nicht. Nein? Überhaupt nicht, okay. Weil ich habe eine Mission und das ist den Quieto Sound den Leuten hier zu zeigen. Seid ihr bereit, das zu machen oder nicht? Wie weit kannst du uns entgegenkommen? Du kannst deine eigenen Strophen schreiben. Ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Ja. Ja? Wir glauben einfach so an unseren Sound, dass wir für dich ein Cover spielen.
Ich hab's gewusst. Ihr wärt so dumm, wenn ihr das nicht machen würdet. Das ist jetzt trotzdem eine. Ja, ist okay. Mann, ist okay. Ey. Wir wissen nicht was. So, du musst dich überraschen lassen. Oh, echt jetzt? Ja, weil jetzt kannst du mal ein bisschen zaffern. Weil als wenn die das für mich machen. Die machen das hier nicht scheiße Drecks nochmal für mich. Die machen das für sich. Say what you want. Sie drückt mich in eine Ecke, wo sie weiß, das ist nicht meine Comfortzone. Das finde ich manchmal doof, aber zur gleichen Zeit bin ich ihr sehr dankbar. Hey, lass mal was anderes probieren nochmal. Wir wissen noch nicht genau, was für ein Song. Wir sind noch da in einer Findungsphase. Nee. Sorry, das war ein zu heavy. Hey. Ich hab das probiert. Ah, ging nicht. Ich hab das probiert. Ah, ging nicht. Uns fällt schon was ein für die Challenge. Oder? Yes! Ich will der Jennifer beweisen, dass wir es auch können. Weil die weiß, dass es nicht unsere Comfort Zone ist. Kann doch nicht sein. 15 Jahre mache ich Musik und noch nie war ich so nervös, dass ich einen flippenden Text texte, muss ich mir nie merken. Nie in meinem Life. Okay, geht los, geht los, geht los. Ich und die Yes, ja, Welt! Wir spielen jetzt einfach mal was und haben Spaß. Wollte ich mir vorher auch nicht sagen? Nein. Oh Mann! Na, ich will wissen. Oh. Aber ey, verarsch mich nicht, ja? Nein, du spielst nein. Jetzt kein Cover von deinem eigenen Song, nein, oder? Nein. Ja, hahaha, mega gute Idee. Wir würden jetzt gerne spielen, weil wir haben so lange da hinten gewartet. Ja, ist ja diese gut. Energy von, die muss jetzt raus. Let it out, sag ich mal. Alles klar, los geht's. Let's do it. Ich möchte niemandem im Raum zu nahe treten, aber das ist richtige Musik, ein richtiger Frontman. Ohne sich hinter irgendeiner Verkleidung zu verstecken oder irgendein anderer Film. Hier ist einfach nur Musik und ein richtig cooler Frontman. So einfach ist das. Danke. Ja. Don't get in your own way, just do the fucking cover. Und das war so super. Danke. Danke für diese Aufschrift. Ja. Ich kann nicht ganz kurz was sagen. In den letzten 2 Tagen ist viel passiert bei mir. Hier, überall möchte ich Jennifer Danke sagen, weil die hat wirklich gekämpft und gesagt, Is, du spielst ein Cover. Seriously. Und ich denke, das war so ein Ding, was in mir gebrochen ist und endlich mal
Ich konnte mich, ja, es ist einfach unbeschreiblich. Es hat doch gar nicht wehgetan. Nee. Nein, genau richtig. Ja. Ihr seid wirklich richtig, richtig geil. Du kannst jeden fucking Song der Welt nehmen, auch Helene Fischer Atemlos, und hättest ihn zu deinem Song machen können. Ihr habt so einen speziellen Sound, ja? Und diesen speziellen Sound kannst du überall, du kannst jedes Ding nehmen und kannst es zu deinem eigenen machen. Und das, was ich dir gesagt habe, ohne Probleme, gar nicht schwer. Es hat nicht wehgetan, gar nichts. Du kommst hier rauf und dann denkst, das ist doch dein Song. Es war einfach dein Song. Du hast ihn zu deinem Song, ihr habt ihn zu eurem Song gemacht. Und mir ist egal, wer den vorher gesungen hat. Für mich ist es ein Song von euch jetzt. So. Fertig. Kommen wir zu der Entscheidung. Mann, ja, ihr seid weiter, natürlich seid ihr weiter. Das war die sehr, sehr schöne Seite der Medaille. Jetzt kommen wir zur nicht so schönen Seite. Ich muss also wieder jemanden von diesem Sitz runterholen, da hinten. Die Band, die weiter ist, ist für mich Cher. So. Beide Bands, die da sitzen, ich finde, ihr habt beide heute einen super Auftritt hingelegt. Das muss man einfach sagen. Ihr habt heute so geil eröffnet, die Leute sind wirklich durchgedreht. Ihr habt diesen X-Factor-Reptil. Für mich habt ihr den. Und ihr seid auf jeden Fall eine Band, die spaltet. Und Jennifer Rostock hat auch schon immer gespalten. Alle. Und deswegen... lasse ich euch weiter. SOAB, ich muss mich leider von euch verabschieden. Sagen, wir haben schon mal den Titel, dass wir am längsten auf dem Stuhl gesessen haben. Ich habe ein richtig großes Problem. So. Für mich sitzt da meine Truppe. Und jetzt kommt hier noch jemand. Jetzt wird hart. Jetzt wird hart für Jennifer. Ja, jetzt kommt die letzte Band für den heutigen Abend. Jetzt geht's ab. Großen Applaus für Weight of the World! Ihr habt in den Auditions einen ganz schönen eigenen Song gesungen. Ja. Ich war gleich bei euch, hatte mega Gänsehaut. Ich habe fast angefangen zu weinen, als ihr aufgetreten seid. Du machst deinen Mund auf, du benutzt deinen Gaumen richtig geil und es kommt einfach so raus. Das ist ein uniques Merkmal. Das ist so outstanding. Das ist nicht normal für Sänger. Was habt ihr euch denn ausgesucht? Chandelier von Sia. Okay. Wenn wir den Song dann anständig proben, echt noch ein paar Mal spielen, dann funktioniert das und dann rocken wir die Church. Was habt ihr für ein Gefühl? Seid ihr aufgeregt? Bis gerade eben ging es noch, aber jetzt geht es langsam los. Danke dir. Viel Glück, Jungs. Viel Spaß. Weight of the World! Jetzt ziehen sie eigentlich jetzt mit dem Song, den wir ausgesucht haben, zu überzeugen. Sia Chandelier ist ein Song, der wahrscheinlich am meisten gecovert wurde. Haben wir schon tausendmal gehört, aber so habt ihr ihn noch nicht gehört. Glaubt mir, ich freue mich sehr auf euren Auftritt. Dankeschön. Weight of the World. Party
goes, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? Push it down, push it down. 1, 2, 3, 1, 2, 3, true. 1, 2, 3, 1, 2, 3, train. 1, 2, 3, 1, 2, 3, train. I throw them back till I lose count. I'm gonna sway from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. Sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, comes the shame. 50. Ja, tut mir selber auch leid. Ja. Ich setze mich schon mal auf den Boden. Ich muss ja kurz Pause machen. Ich fand das wirklich faszinierend für mich. Also da sehe ich noch unglaublich viel Potenzial. Und was ich natürlich auch sehe, das ist, was in den Live-Shows kommen kann. Und sie können da abliefern. Also, ich hab so Bock auf deren eigene Songs. Halt auch, total auch, ja. Also, hi. Aber auf jeden Fall, die vier beste Band steht auf der Bühne jetzt. Danke dir. Wirklich. Also, keine Frage, du bist der beste Sänger hier heute, der beste Sänger des Tages, definitiv. Danke. Du hast da was ganz Besonderes in der Stimme. Ich weiß aber nicht, ob das besser war als die drei, die da schon sitzen. Jennifer, denk immer daran, die Finalshow, wie auch immer, entscheiden die Menschen vom Fernseher, ne? Die rufen an. Also wer hat für dich die größten Chancen? Es ist super schwierig. Also ihr wisst es selber. Ich entscheide mich mal kurz, oder? Ich kann einfach nichts anderes machen, als euch weiterzulassen. Danke. Ihr müsst auf jeden Fall Jennifer klar machen, dass Ease nicht gehen darf. Ein einziges Mal, Siggi. Einziges Mal sind wir einer Meinung. Okay, gut. Ease und die Yes Ya Band darf auf keinen Fall gehen. Kein Fall. Kein Fall. Thank you.
Ich sag euch, was jetzt gerade mich so nervt. Mich nervt, dass da zwei wahnsinnig gute Bands sitzen, die ich sehr gerne weiterlassen würde, die zwei Facetten haben, die wir hier brauchen in der Sendung, die total wichtig sind. Und mich nervt, dass ich jetzt gleich eine Band rausschmeißen muss, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich sie sehr verstehe. Mir tut's wirklich im Herzen weh. Aber ich muss Reptil gehen lassen. Alles gut, alles gut. Du hast eine Stimme, ey, das ist ein, ja, das du ist auch ein Wunderorgan, ohne Scheiß, so. Wunderorgan. Ich finde, das Allerschlimmste ist, einen Platz zu kriegen dafür eine andere Band dann gehen zu lassen. Es ist halt schade, jetzt nicht eine Live-Show mal mitmachen zu können. Wäre geil gewesen, wenn man dann in der nächsten Runde zeigen kann, dass man eben so ein bisschen qualitativ das Spektrum immer weiter aufmacht und dann auch zeigt, dass man eben viele Facetten noch hat, die man noch nicht zeigen konnte. Aber so kannst die anderen und das ist auch schön. So eine Band wie Reptil in so einer Sendung wie dieser zu haben, ist wirklich unglaublich besonders. Man würde denken, das passt hier nicht rein, aber ich finde, es hat wahnsinnig gut hier reingepasst. Und deswegen, ja. Kommt mal alle her. Das heißt, dass ihr in den Live-Shows dabei seid. Beim nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss, 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 ciao. Dies und die Yes Ya Band. Share. Und Weight of the World sehen wir in den Live-Shows wieder. Und nächstes Mal bei X-Factor. Die Chair-Challenge von Thomas Anders und seinen Solo-Acts ab 25 Jahren. Das war die beste Performance heute. Das ist der X-Factor, den wir suchen. Den hast du 100%. Natürlich bist du weiter. Welche drei Kandidaten nimmt Thomas mit in die Live-Shows? Für mich ist das hier in der ganzen Staffel die schwierigste Show.